Willkommen zurück zu Papers, Please, einer weiteren Folge. Machen wir weiter mit der Geschichte. Und zwar sind wir jetzt schon an Tag 13. Gehen wir mal auf Fortsetzen. MFG mit neuem Direktor. Härteres Durchgreifen an Grenze zugesichert. Attentäte überwindet wieder Grenze. Ja, da hat die letzte Folge geendet. Da ist jemand quasi irgendwie durch die Grenze durchgekommen und wir konnten die Person nicht aufhalten, ja. Ist halt einfach ein bisschen, ja, Pech gehabt. Theoretisch hätten wir die irgendwie untersuchen müssen, überprüfen müssen, das Gewicht vergleichen müssen, aber solche Werte haben wir ja gar nicht. Deshalb ist es gar nicht unsere Schuld. Haben da eigentlich alles richtig gemacht. Wir hatten dann halt einfach ein bisschen Pech, ja. Das muss man dazu sagen. Okay. Dann gehen wir zur Arbeit. 5. Dezember 1982. Inspektor, der neue Direktor ist der Auffassung, dass Ausländer bislang noch nicht ausreichend überprüft werden. Ab heute müssen alle einreisewilligen Ausländer einen Anhang A-Identität mit Gewicht, Größe und Erscheinungsbild vorlegen. Das Kapitel Dokumente ihrer Vorschriften wurde aktualisiert. Sleva Stotzka. Wir haben wieder ein neues Dokument. Wunderbar. So, die packen wir hier hin. Ich weiß nicht mehr, wen davon wir durchgelassen haben. Ich glaube, wir haben natürlich keinen durchgelassen, aber ich glaube, Stephanie Greer kommt jetzt noch. Wenn die Papiere richtig sind, lasse ich sie durch, aber sonst nicht. So, das müssen wir an Leute geben. Eins sind wir scheinbar bereits losgeworden. Drei weitere müssen wir noch verteilen. Mal schauen, ob wir die heute bekommen. Vielleicht auch noch morgen. Das müssen wir einfach mal schauen. So, Dokumente. Und dann Ausweisanhang. Genau, Anhang A, Identität. Zur Überprüfung des Aussehens des Ausländers. Daumenabdruck nur prüfen, wenn Fingerabdrücke in den Akten sind. Dies ist ein temporäres Dokument. Ablaufdatum eingehend prüfen. Das heißt, wir haben einfach noch ein Dokument. Und im schlimmsten Fall, also wenn wirklich, wirklich alles schief läuft, müssen wir ganze 4 Dokumente jetzt überprüfen. Einmal natürlich den Pass, der hier drinnen gar nicht drin ist, aber egal. Den Pass, da haben wir die Einreisegenehmigung, Anhang A-Identität und den Arbeitsausweis. Das heißt, hier unser Feld, das wir quasi belegen können, wird sehr, sehr voll. Ja. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir das mal auf, ziehen das hier so rüber und dann sagen wir nächster. Papiere bitte. Zweck Ihrer Reise, nur zu Besuch. Dauer des Aufenthalts 12 Wochen, 3 Monate, genau. Kartinien George, genau. UE0HS, UE0HS, QNEVH, QNEVH. Datum ist gültig, Siegel, sieht auch in Ordnung aus. Größe 1,69, ja ungefähr, 78 Kilogramm, kurze Locken. Ich hasse diese Beschreibung. Das ist eine Übereinstimmung. Ist auch noch gültig, 11.12., dann ist das in Ordnung. Kollechien, Vidor, genau. Das ist auch noch nicht abgelaufen, das Bild sieht ganz in Ordnung aus. Dann darf er durch. Dauert natürlich jetzt immer länger, diese Abfertigung durchzuführen. Aber, naja. So, Papiere bitte. Ah, Diplomat, okay. Ubristan. Da fehlt das Siegel. Da fehlt einfach das Siegel. Das Siegel ist nicht richtig, es existiert einfach nicht. Arrest. Natürlich könnte ich dadurch Ärger bekommen, wenn das tatsächlich einfach nur ein fehlendes Siegel ist. Aber... Oh, guten Tag. Guten Morgen. Du verhaftest nicht genug Leute, bitte, was? Ich habe nichts für dich. Ah, ja. Buchte mehr Leute ein, dann kriegst du was von meinem Bonus. Okay, dann verhaften wir scheinbar nicht genug Leute. Okay, müssen wir uns ein bisschen mehr Mühe geben, glaube ich. So, Zweck ihrer Reise, einwandern. Ich habe das eben andersrum gemacht. Einwanderung, genau. Penelope Modinsk,
Ja, Modinsk, Penelope, genau. 0K BLC, 0K BLC, CR402, CR402, Anwanderung, Dauer unbegrenzt, ist auch noch nicht abgelaufen, Siegel stimmt. 1,74, ja, wenn sie sich ein bisschen streckt, 64 Kilogramm. Kurze Haare, ja, ist auch noch nicht abgelaufen, dann sollte das in Ordnung sein. Oberes Tarn, Skull, ist auch noch nicht abgelaufen, Bild ist in Ordnung. Dann darf sie durch. Und machen Sie mir ja keinen Ärger. Nächster. Papiere bitte. Sidikova, Sana. Alterndistrikt, genau. 10.01.1950, genau. 1,59. Jei. Das stimmt überein. Ja, okay, dann überdecken die Haare da ganz schön viel. 48 Kilogramm. Ja, hat halt die Haare ein bisschen anders, genau. Orvetsch und ist auch noch nicht abgelaufen. Dann darf sie durch. Es lebe Astrotzka. Papiere bitte. Ich habe meinen Ausweis verloren. Ich glaube, den hat mir einer in der Umkleidekabine geklaut und das Spiel haben wir gewonnen. Kann's kaum noch erwarten, wieder nach Hause zu kommen. Ich habe das schon seit Jahren, vielleicht ist das was für Sie. Ja, aber nee, ich kann ihn so nicht reinlassen. Nein, ja. Ja, okay, dann behalte ich halt den Wimpel, auch wenn ich ihn eigentlich nicht haben will. Naja, ich wollte ihn zurückgeben. Ja. So, Arbeit, Dauer des Aufenthalts, ein Jahr. Arbeit ein Jahr, genau. Karl Bergstrom Karl, DKA 38, DKA 38, UWMHL, UWMHL, Arbeit ein Jahr, genau. Ist auch noch nicht abgelaufen. Siegel ist gültig. Karl Bergstrom, Ingenieurwesen. Kreis, Lehrerkreis mit Schrift, daran kann ich mich noch erinnern. 1.1.84, genau, dann ist das in Ordnung. Kurze Haare, 70 Kilogramm, 1,69, ja, so ungefähr. Datum ist auf jeden Fall gültig. Kollegchen, Vidor, Datum ist auch noch gültig, Bild passt, dann darf er durch. Ihr seht, das waren ganze vier Dokumente, die wir dort gerade überprüfen mussten. Und es kann schnell mal passieren, dass irgendwas falsch ist. Gut, kein Fehler. Besuch. Und Dauer 12, uiuiui, 12 Wochen. Nicht nur die Einheit ist falsch, sondern auch die Anzahl. Ah, okay. Vielleicht wollte er 2 Wochen sagen und hat aus Versehen 12 Wochen gesagt. So. Walter Shen. Okay. A4 TPB, A4 TPB, MNVWM, MNVWM. Genau, Besuch 14 Tage, ist nicht abgelaufen. Siegel ist in Ordnung. 1,72, ja, 79 Kilogramm. Bart, das kommen wir auf jeden Fall hin. Datum ist noch gültig. So, Glorian aus Antegrien. Bild passt. Datum ist auch noch gültig. Dann darf er durch. Und machen Sie mir ja keinen Ärger. Nächster. So, Zweck Ihrer Reise. Besuch. Dauer des Aufenthalts. Ein paar Wochen. Ja. Der Ausweisanhang ist total für, ja, kaum zur Beschaffung, geht dann auch nur ein paar Tage. Ja, Astrotzkana macht es schwerer und schwerer. Warum macht ihr eure Grenze überhaupt auf? Das entscheide ich nicht. Ja. Fridir, Soin Fridir, Besuch, ein paar Wochen, ja. EM1CC, EM1CC, 7MDL7, 7MDL7, das ist gültig, Siegel passt, Datum ist in Ordnung. 2 Meter. Vier? Bitte wes? Was zum Teufel? Ja, Fingerabdruck erstmal. Mal schauen, ob er es überhaupt ist. Ja, passt das? Es passt und das passt auch. Okay. Ja, gut, dann müssen wir ihn halt einfach reinlassen, weil es ist ja in Ordnung. Kurze Locken, kommt so hin, Datum ist in Ordnung. So, Skull aus Obristan, Datum ist in Ordnung, Bild ist in Ordnung. Dann darf er durch. Pah.
Das Geld hätte ich besser zum Stechen genommen, weniger Ärger und auch noch schneller. Ja, von solchen Leuten dürfen wir uns einfach nicht beirren lassen. Schon klar, man könnte ihn jetzt einfach abweisen dafür, dass er so frech ist, aber naja. So, Astotzka, Veselodos trägt. Contreras, Werner Contreras, 30.10.31, 30.10.31, 1,81, 6, ui, ja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 j
kann sein, dass er kein Krimineller ist. Will ich mal nur sagen. Ja, vielleicht hat die Regierung es einfach auf bestimmte Personen abgesehen. Sie haben keinen Pass. Sie hat vergessen, mir ihren Pass zu geben. Puh, okay. Import, das Siegel ist in Ordnung. Jan Link. XGT7F, XGT7F, 47QF5. Astotzka ist auf jeden Fall erlaubt. Haihan, Datum ist in Ordnung, Bild passt. Dann darf sie durch. Und machen sie mir ja keinen Ärger. Nächster. So, der passt nicht zu den Bildern, also an sich in Ordnung. Ich ziehe her, also Einreise. Ja, müssen wir einfach mal verdecken. Obristan, so. Einwanderung, genau, er zieht hierher. Robert Dubalinski, Dubalinksi. Oh Mann, Robert, genau. CVGFP. RBARG. Einwanderung unbegrenzt, ist abgelaufen. Das ist einfach leider abgelaufen. Hoppla, ich hatte zu tun. Ja, das ist leider kein gültiger Grund. Ich weiß, sie haben gerade viel Geld verschwendet mit der Anhang A-Identität und dem, mit der Einreisegenehmigung und so weiter und so fort. So, passt nicht zu den Bildern. Ja, das ist abgehakt. Arbeit ein paar Wochen. Maxwell Willard Maxwell Ingenieurwesen. Na bitte. 4U00L 714NN, Siegel ist in Ordnung, Datum ist in Ordnung. Schnurrbart, ja, 82 Kilogramm, 1,66, so ungefähr, ist auch noch gültig. So, Ingenieurwesen, was war das? Ein paar Wochen, ja, ein paar Wochen, ein Monat, das sollte an sich hinkommen. Das Siegel ist in Ordnung. So, Mergeres, Datum ist in Ordnung. Und Bild passt auch dann davon durch. Ich habe da ein bisschen schief drauf gestempelt, aber sollte an sich passen. Nächster. Papier bitte. Zweck der Reise, Arbeit. Dauer des Aufenthalts, ein paar Wochen. Arbeit, ein paar Wochen, das hatten wir eben schon. Tamir. Produktion leider. Also können wir es ihr nicht geben. 22.12.82 ist noch gültig, Siegel passt. Kinnlange Haare, ja, die sind ein bisschen kürzer als das Kinn, aber okay. 52 Kilogramm, 1,7. Ernsthaft? Das Spiel spielt mir aber echt einen Streich heute. Datum ist noch gültig, dann ist das in Ordnung. Tamir Karsli, oh mein Gott. Ja, das passt. Dann haben wir zum Kaido, Kollechen, zum Ich habe alles überprüft. Und dann ist die vorletzte Sache, die ich überprüfe, falsch. Ah, das tut weh. Das ist ziemlich viel Zeit verschwendet. Aber was können wir machen? So. Einwandern. Ja, wir hätten da ein paar Fragen an Sie. Lassen Sie mich durch, sonst werden Sie es bereuen. Warten Sie. Was tun Sie denn da? Ja, ich habe wirklich nicht das Gefühl, dass es wirklich Verbrecher sind. Ich glaube, das sind einfach nur irgendwelche Personen, die vom Staat verfolgt werden. Das sieht halt einfach nicht so aus. Bitte was? Er hat zwei Pässe rausgerückt. Einen von Kolechin und einen von Astotzka. Er hat aus Versehen zwei Pässe rausgerückt. Hoppala. So, Papier bitte. Sie passt zu keinem auf den Bildern. Zweck ihrer Reise, Besuch. Dauer des Aufenthalts 3 Monate. Besuch 3 Monate. Marcella Santos. Santos Marcella. M2N61. 8x1n8, Besuch 3 Monate, genau. Datum ist in Ordnung, Siegel stimmt,
kommt aus Impor. 1,73, ja, nehme ich mal hin. 53 Kilogramm, Brille hat sie auf jeden Fall. Datum ist in Ordnung. So, zum Kaido, Datum ist noch gültig, Bild ist in Ordnung. Dann darf sie durch. Nächster. Papier bitte. Oh, Zweck der Reise, Verwandte besuchen. Und 60 Tage. Haben sie verloren, warum kommen sie dann her? Aber so gesehen, es macht es mir einfacher. Ich habe mehr Personen abgefertigt, das geht schneller. Ich krieg mehr Geld. Ja, also an sich will ich mich da eigentlich nicht beschweren, so passt nicht zu den Bildern. Besuch. Ja, Durchreise, okay. Thomas Seguin, Thomas, X2SML, BR817, Transit 2 Tage, Datum passt, Siegel passt, genau. 1,81, ja, so ungefähr 101 Kilogramm, Stirnglatze, ja, Datum ist in Ordnung. So, Antigrian, Glorian, Datum passt, Bild passt, dann darf er durch. Und machen Sie mir keinen Ärger. Nächster. So, Papier bitte. Zweck Ihrer Reise, Transit. Dauer des Aufenthalts, einige Tage, das passt. Wieder an Tegrin. Fabrice Schulz, 89 RCF, 1XSBT, Transit 2 Tage. Einreisebiss ist gültig, Siegel ist in Ordnung. 1,81, ja, 90 Kilogramm, Schnurrbart. Datum stimmt. Glorian ist in Ordnung, Bild passt. Datum ist auch noch gültig. Darf er durch. Und machen Sie mir keine Ahnung. Und er macht mir doch Ärger. Einreisegenehmigung ungültig. Ablaufdatum. Ich hab nicht aufgepasst. Verdammt. Moment. Besuch 3 Monate. 1,59. Ja, kommt hin. 52 Kilogramm. Wellige Haare? Ich sehe nicht, wo das wellig sein soll. Aber okay. 10.12. Ja. Katharina Nadikovic, ja, ist richtig. PT0UL, LQT10, Besuch, 3 Monate. Genau. Einreisebiss ist gültig. Ich habe eben einfach gar nicht aufgepasst. Ja, Siegel passt auf jeden Fall. Kollechen, Vidor, Datum ist in Ordnung, sie passt auch nicht zu den Verbrecherbildern. Das Bild passt, Datum ist in Ordnung. Mann, jetzt bin ich komplett verwirrt. Ich habe da wirklich einfach das Datum übersehen. Egal. Ihr Sohn ist krank und braucht Medikamente. Eine Wohnung der Klasse 7 ist frei. Ich habe das beim letzten Mal schon besprochen, also ich sehe da keinen Sinn. Ja, die Miete ist teurer und die Heizung bleibt gleich. Und an sich wäre es uns ja lieber, wenn wir eine teure Heizung haben und eine günstige Miete, weil wir dann halt einfach die Heizung einen Tag lang wegsparen können. Aber, naja, egal. Dann gehen wir zum Hauptmenü. Hauptmenü. Und dann war es das mit der Folge. Ihr seht, wir müssen jetzt auf Verbrecher achten. Wir haben die Anhang A-Identität. Das wird alles immer komplexer. Ja, also das wird jetzt um einiges schwieriger im Spiel. Und wir brauchen natürlich deutlich länger, um die Person dann zu überprüfen. Und daher würde ich sagen, war es das mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, dann lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss!